Politik und ihre Vertreter scheinen den traditionellen Vorwurf wieder einmal bestätigen zu wollen. Er lautet seit vielen Jahren, das Land wird chaotisch regiert und ist richtungslos von einer Krise in die nächste getaumelt. Nun wollten zwei populistische Parteien trotz grundsätzlich unterschiedlicher Politik gemeinsam regieren. Das ging schief. Auch weil der zukünftige Finanzminister Matteo Savona entschiedener Gegner der EU und Deutschlands ist. Auf ihn konnte man sich nicht einigen. Nun liegt ein Scherbenhaufen vor. Er soll Italien jetzt aus der Regierungskrise führen. Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli erhielt heute Mittag vom italienischen Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung. Mattarella hat ihn gebeten, sich dem Parlament zu präsentieren. Dort will Cottarelli versuchen, eine Mehrheit für den Staatshaushalt zu erreichen. Außerdem will er die Interessen Italiens in Europa besser vertreten. Als Gründungsmitglied der EU muss klar sein, dass wir eine essentielle Rolle in Europa einnehmen müssen. Gleichzeitig ist es auch für uns wichtig, dass wir weiter Teil der Eurozone bleiben. Gestern hatte Mattarella die Bildung der ersten eurokritischen Regierung Italiens zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega platzen lassen und damit den Zorn der beiden Parteichefs auf sich gezogen. Nach einer Stunde war Cottarelli schon bereit, zum Präsidentenpalast zu kommen. Wer soll denn sowas glauben? Das ist schon vorher abgesprochen gewesen, nämlich die Regierung der Fünf-Sterne und der Lega scheitern zu lassen. Mit Cottarelli als Chef einer Übergangsregierung versucht der Staatspräsident, die Hängepartie nach der Wahl zu beenden und die Lage an den Finanzmärkten zu beruhigen. Denn der 64-jährige Euro-Befürworter spricht sich für die Verringerung der Staatsverschuldung aus. Ja, wie geht es jetzt weiter? Trapp ist in Rom und können Sie uns irgendeinen Hinweis geben, wie es in Italien zu einer Regierungsbildung kommen kann? Also, dass es zu einer Regierungsbildung kommen kann, ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Also, wir warten jetzt alle darauf, dass Herr Cottarelli sozusagen seine Kabinettsliste präsentiert, uns vorstellt und dass die sozusagen gemeinsam dann die Übergangsregierung darstellen. Dann geht es darum, dass sie das Vertrauen von Senat und Parlament bekommen müssen. Das ist wiederum sehr unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz kann eine solche Technokraten, eine Übergangsregierung dann im Amt bleiben und zwar so lange, bis es dann zu Neuwahlen kommt. Cottarelli hat selbst heute Mittag, nachdem er sozusagen den Regierungsauftrag angenommen hat, erklärt, dass sein Ziel ist, im Sommer auch das Haushaltsgesetz durchs Parlament zu bringen. Wenn ihm das gelänge, dann könnte man von Neuwahlen im Frühjahr 2019 ausgehen. Aber so wie sich im Moment die politische Lage darstellt, dass die Parteien wie Lega, Fünf Sterne, Fratelli d'Italia und auch die Forza Italia von Berlusconi das natürlich nicht tun wollen, so ist davon auszugehen, im Moment, dass wir schon im Herbst hier in Italien mit Neuwahlen rechnen müssen. Wer ist dieser Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli? Und wenn er eine Chance auf eine stabile Regierungsbildung hat, wenn es nicht funktionieren würde, ist es dann auch eine Abstimmung über Europa? Also Cottarelli ist eben Wirtschaftsfachmann. Er hat lange Zeit beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet. Er hat sich sozusagen als Sparkommissar einen Namen gemacht in der Regierung 2013 unter einem Ministerpräsidenten Enrico Letta. Damals hatte er sich schon zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, an welcher Stelle Italien sparen kann. Die öffentlichen Ausgaben sind natürlich viel zu hoch, wo Steuern, der Schuldenberg verringert werden kann, wie sozusagen auch die Steuerfrage geklärt werden kann. Und das hat er sozusagen auch in den vergangenen Jahren bis jetzt in diesem Wahlkampf auch immer wieder weiter erklärt. Er hat sich das Wahlprogramm von Fünf Sterne und Lega genauer angeschaut, beziehungsweise dann anschließend auch den Koalitionsvertrag und aufgezählt, wie teuer es der Italien zu stehen kommen würde, nämlich ungefähr 100 Milliarden Euro im Jahr. Damit hat er sich natürlich eben bei jenen Parteien sehr unbeliebt gemacht. Was zur Stabilität der Regierung zu sagen ist, naja, sie ist eben eine Technokratenregierung, eine Übergangsregierung, die sozusagen den politischen Segen hat des Staatspräsidenten. Wahnsinnig lange wird er nicht regieren können eben, aber das ist auch nicht sein Ziel, das hat Cottarelli heute auch gesagt. Er will das Land in ruhigere Fahrwasser bringen, und zwar bis zur Neuwahl. Regierungskrisen und Italien, das ist ja so fast ein Synonym.
Ist diese Krise jetzt etwas Besonderes, weil es ja letztendlich vielleicht auch um den Austritt von der Europäischen Union gehen könnte? Ja, meines Erachtens ist diese Krise etwas Besonderes. Denn nach diesem sehr populistischen Wahlkampf, der hier in Italien geführt wurde, von diesen beiden Parteien, rechtspopulistischer Lega und auch der Fünf-Sterne-Bewegung, hat man das Gefühl, es ist sozusagen ein Kampf gegen die Eliten. Also man will sozusagen der Vertreter des Volkes sein und möchte die da oben in Anführungsstrichen weghaben. Man will in einem Atemzug aber auch irgendwie dieser Institutionenritt werden. Man möchte sozusagen das System Italien ganz anders gestalten, eben eher eines für das Volk. Und das, glaube ich, ist meines Erachtens in den letzten Wahlkämpfen oder auch bei den letzten Regierungskrisen nie so der Fall gewesen. Und tatsächlich dieser populistische Wahlkampf und dazu kommt eben diese europakritische Argumentation der beiden Koalitionspartner hat für mich eine ganz besondere Dimension. Und ja, und es geht auch im kommenden Wahlkampf und dann auch bei den Neuwahlen um die Frage, wie hält Italien mit Europa? Frau Tapp, ganz kurz, Silvio Berlusconi, ein Name, der immer wieder auftaucht. Zieht er weiter hinter den Kulissen die Strippen? Davon ist auszugehen. Also obwohl er öffentlich eben sagt, er will sozusagen mit diesem Bündnis Fünf Sterne und Lega, so hat er es bis vor dem Wochenende gesagt, nichts zu tun haben, so kann man doch davon ausgehen, dass Silvio Berlusconi clever genug ist, im Hintergrund die Strippen zu ziehen. Ein hohes politisches Amt, das würde ich ihm jetzt nicht zuschreiben, aber durchaus Macht, Wille und Gestaltungswille, den er in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird. Ellen Trapp in Rom, danke für Ihre Einschätzung. Gerne. Carlo Cattarelli soll es also nun richten. Den ehemaligen Wirtschafts- und Finanzexperten empfing heute Sergio Mattarella, der italienische Präsident, und beauftragte ihn mit einer Regierungsbildung. Völlig unklar ist danach, wann es Neuwahlen in Italien geben wird. Einige Zeit wird es dauern, Monate, in denen völlig unklar ist, wohin sich die drittgrößte europäische Volkswirtschaft nach Deutschland und Frankreich in der EU ohne Großbritannien politisch bewegen wird. Der Präsident der Republik, Sergio Mattarella, hat heute Vormittag im Quirinalspalast Dr. Carlo Cattarelli empfangen, dem er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt hat. Ich habe den Auftrag zur Regierungsbildung übernommen, worum mich der Präsident der Republik gebeten hat. Und als Italiener ist es für mich eine große Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Der Präsident hat mich gebeten, vor dem Parlament zu erscheinen, dem ein Programm vorzulegen bis hin zu Neuwahlen im Land. Und ich möchte binnen Kurzem die Liste meiner Minister dem Präsidenten vorlegen und dann im Parlament auch ein Programm vorlegen, zu dem auch die Annahme des Haushaltsgesetzes 2019 gehört, wenn mir das Vertrauen ausgesprochen wird. Danach wird das Parlament aufgelöst und Anfang 2019 sollen dann Neuwahlen stattfinden. Wenn mir das Vertrauen nicht ausgesprochen wird, dann tritt die Regierung sofort zurück und dann geht es darum, einen ordnungsgemäßen Übergang zu Wahlen nach August dieses Jahres sicherzustellen. Ich möchte unterstreichen, dass meine Regierung Neutralität wahren wird, was die politische Diskussion anbelangt. Und ich verspreche, nicht selbst bei den nächsten Wahlen zu kandidieren. Das gilt auch für alle Minister meiner Regierung. Und vielleicht darf ich als Volkswirtschaftler noch einiges ergänzen. In den letzten Tagen haben die Spannungen auf den Finanzmärkten zugenommen. Der Spread hat sich erhöht. Aber die italienische Wirtschaft wächst nach wie vor und die öffentlichen Ausgaben sind unter Kontrolle. Und ich kann Ihnen versichern, dass eine Regierung unter meiner Führung sorgsam mit den öffentlichen Ausgaben umgehen wird. Und auch eine letzte Bemerkung zu Europa. Wir müssen einen Dialog mit Europa führen,
führen, um unsere Interessen zu verteidigen. Das ist von essentieller Bedeutung. Das kann nur besser werden als in der Vergangenheit. Es muss ein konstruktiver Dialog sein. Aber wir als Gründungsmitglied der Europäischen Union müssen sehen, dass unsere Rolle dort von entscheidender Bedeutung ist, genauso wie unser Verbleib in der Eurozone. Vielen Dank. Professor Hubert Zimmermann ist bei mir schon. Guten Abend. Was lernen wir denn aus dem, was da in Italien passiert ist? Und vor allen Dingen, was wird da letztendlich draus? Wir haben ja eine Entwicklung, wie wir sie ganz oft in Italien beobachtet haben. Da fallen Wahlen nicht so ganz eindeutig aus. Oder selbst wenn sie eindeutig ausfällt, man zerstreitet sich relativ schnell wieder. Dann gibt es möglicherweise eine neue Regierung oder Neuwahlen. Das alles ist wenig dramatisch. Aber das, was da passiert ist, das waren zwei antieuropäische Parteien. Ja, also im Grunde ist es ein ähnliches Phänomen, wie es auch in anderen europäischen Staaten eben abläuft und wie man es schon gesehen hat. Also die zwei großen Themen, Antiglobalisierung und Anti-Ausländer, haben eben auch in Italien dazu geführt, dass diese beiden Parteien sehr stark wurden. Und dazu kam dann noch dieses Thema, gegen die Eliten vorzugehen. Das hatte eben dazu geführt, dass diese Parteien jetzt mit der Regierungsbildung beauftragt wurden. Die Tatsache, dass jetzt der Staatspräsident als Hüter der Verfassung diese Regierungsbildung im letzten Moment blockiert hat, ist natürlich Wasser auf den Mühlen dieser Leute. Das hat man schon in den Äußerungen gesehen und das wird auch dann das große Thema sein in den nächsten Monaten. Das ist doch eigentlich die Frage. Wenn wir möglicherweise im Herbst schon Neuwahlen haben, gibt die einen, die sagen Herbst oder vielleicht nächstes Frühjahr, je nachdem, wie sich die weitere Entwicklung zeigt, dann könnte das ja den Populisten noch mal mehr Aufschwung geben und zusätzliche Unterstützung geben. Ja, das spekulieren jetzt viele Leute, aber Vorhersagen zu italienischer Politik zu geben, ist ein relativ unseriöses Geschäft. Also da kann alles Mögliche passieren. Man muss jetzt sehen, wie sich Cottarelli schlagen wird, was noch alles in der Zwischenzeit passiert. Also da könnten noch ganz neue Dynamiken auftauchen, Ereignisse, die den ganzen Verlauf, den man sich jetzt vorstellt, eben wieder durcheinander bringen. Und er könnte theoretisch sogar noch länger im Amt sein, als man denkt. Das ist auch schon gesehen. Wir wollen jetzt nicht spekulieren, aber trotzdem sagen, warum ist Italien ein so ganz wichtiges Land in Europa? Es ist, das habe ich eben gesagt, wenn wir mal Großbritannien jetzt schon nicht mehr mit reinnehmen, die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa, also in der EU. Das hat eine ganz andere Dimension als die Krise um Griechenland. Ja gut, ja. Das Bruttosozialprodukt ist zehnmal größer. Das ist eben nicht mehr sagen wir, einfach so zu retten, das Land. Wenn also Italien tatsächlich vor dem Euro-Austritt steht, dann werden die Folgen für die Märkte dramatisch sein. Noch dazu kommt, dass die italienischen Banken ja hochverschuldet sind. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen gebessert. Aber sobald hier spekuliert wird über den Euro-Austritt, kann man davon ausgehen, dass diese Bankenkrise wieder zurückkommt. Und dann geht es eben um Finanzmittel, die sind nicht mehr so einfach auch von der EZB aufzubringen. Zumal da ja letztlich die anderen europäischen Länder dafür einstehen müssen. Was ist da in Italien passiert? Ist da dasselbe passiert? Sie haben ja die drei Begriffe genannt, die Globalisierung, dieses Abgehängtsein, zumindest das Gefühl des Abgehängtseins. Das war eine deutlich populistische Strömung, ganz rechts und ganz links. Ja. Aber eine, die sich in diesem Falle auch durchgesetzt hat, im Vergleich zu anderen Wahlen, muss man sagen. Ist das eine Strömung, die wir jetzt überall in der Welt beobachten müssen? Ja, also schon, man hat es ja auch bei Trump gesehen, das ist ja, in Italien ist er in gewisser Weise ein Vorläufer, es gab ja schon mal Berlusconi und es geht eben sowohl bei Salvini, Lega Nord, als auch bei dem Movimento Cinque Stelle sehr stark darum, eben ja eine gewisse Autonomie für Italien zurückzugewinnen, die man eben verloren hat, dadurch, dass man sich in die Eurozone begeben hat, die man immer mehr durch die engen Verknüpfungen mit der Weltwirtschaft verliert, durch den Verlust der Kontrolle über die Grenzen. Und das sind eben Themen, die ziehen offenbar Wähler. Und das sieht man jetzt in Italien auch ganz stark. Und wenn die
Regierung Cottarelli Erfolg haben will, dann muss sie eben auch zeigen, dass sie sozusagen einen autonomen Status für Italien auch innerhalb Europas erreichen kann. Also muss sozusagen sich auch in gewisser Weise gegen die Europäer positionieren. Jetzt sind wir mal, wir sprechen gleich weiter. Wir bleiben noch mal gerade bei Italien. Italien ist ein großer Unsicherheitsfaktor in Europa. Davon ist auch der ungarische Botschafter überzeugt, der heute Gast bei Phoenix war. Er warnt allerdings vor zu viel Sorge. Peter Djörkös war heute bei meiner Kollegin Sarah Bildau zu Gast. Herr Botschafter, lassen Sie uns zunächst nach Italien blicken. Eine Regierung kommt dort immer noch nicht zustande. Wie beurteilen Sie die Lage? Relativ ruhig, weil wir in den letzten Jahren mehrere solche Fälle gesehen haben, wie manchmal es schwierig ist, nach demokratischen Wahlen in dem demokratischen Prozess der Regierungsbildung stabile Verhältnisse zu schaffen. Und wir können nur den Daumen drücken, dass die Italiener das so schnell wie möglich schaffen. Aber das ist eine Aufgabe für die politische Elite und für die Wähler in Italien. Na gut, aber es hat auch Auswirkungen auf die EU. Populistische Regierungen und Parteien sind ja in der EU auf dem Vormarsch. Fühlen Sie sich bestätigt dadurch? Ich weiß nicht, inwiefern es eine Bestätigung ist. Überhaupt, ich habe ein Problem mit dem Begriff Populist, weil ich bisher noch keine feste Definierung dieses Begriffes gesehen habe. Wenn es darum geht, dass man in mehreren Mitgliedstaaten neue politische Formationen, neue politische Parteien, neue Bewegungen sieht, dann ist es wirklich ein neues Phänomen. Aber ich würde dabei die demokratischen Grundlagen überhaupt nicht in Frage stellen. In unserem Vorgespräch eben haben Sie zu mir gesagt, Sie freuen sich, dass man mit Ihnen redet und nicht nur über Sie redet. Also, welchen konstruktiven Beitrag macht Ungarn denn zum Fortbestand der EU? Ich gehe davon aus, dass mein Land absolut überzeugt und verlässlich ist, was die Gegenwart und Zukunft Europas anbelangt. Auch bei der Flüchtlingspolitik? Auch bei der Migrationspolitik. Weil dabei reden wir nicht über eine Flüchtlings- oder über eine Migrationskrise. Das besteht aus minimum 4 unterschiedlichen Kategorien und Komponenten. Wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit nach dem Schock des Referendums in Großbritannien, wo ein Land zum ersten Mal die Entscheidung getroffen hat, die EU zu verlassen. Dann trafen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten in Bratislava und haben 2 Hauptaufgaben definiert. Einerseits Sicherheit, andererseits Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit. In allen diesen 2 Bereichen ist aus meiner Sicht mein Land, was wirklich etwas Beispielhaftes leistet. Aber lassen Sie uns noch mal bei der Migrationspolitik bleiben. Wie stellen Sie sich denn eine gerechte Migrationspolitik vor? Was wir brauchen, ist eine effektive, faire und faktenorientierte Migrationspolitik. Das heißt? Das heißt, es gibt in der Welt so viele Leiden und Probleme, die man auf europäischem Boden nicht lösen kann. Sondern? Man hat hier aus meiner Sicht 2 Aufgaben. Einerseits die eigenen Außengrenzen, die eigene Bevölkerung zu schützen. Andererseits so viele Hilfe wie möglich zu exportieren. In die Länder, in die Regionen, wo Menschen Not leiden. Aber diese Probleme können wir auf europäischem Boden nicht lösen. Das ist unsere ganz eindeutige Wahrnehmung und Position. Das heißt, wie sehen Sie Ihre Rolle in der EU? Wie lange denken Sie, werden Macron und Frau Merkel dann auch zuschauen, dass Ungarn so eine Sonderrolle für sich beansprucht? Ob es eine Sonderrolle ist, man kann es auch Rosinenpicken nennen, so würden wir das hier sagen. Das ist ein Begriff, den ich kenne und ich ganz entscheidend zurücklehne. Weil wenn irgendjemand in Europa von Anfang an dieser Krise seine eigenen Pflichten wahrgenommen hat, war das Ungarn. Die bisherigen Maßnahmen, die wir im Interesse der Schengen-Zone, auch im Interesse Deutschlands geleistet haben mit dem Schutz der Außengrenzen, kosteten uns fast 1 Milliarde Euro. Und parallel leisten wir alle unsere humanitäre und andere Pflichten im Interesse der Hilfe Menschen in Not in den Krisenregionen. Aber eines wollen wir nicht mitmachen, das ist die sogenannte verpflichtende automatische Verteilung von Flüchtlingen, weil wir davon ausgehen, dass es schon auf einer falschen Grundlage ruht, nämlich jede Diskussion über Verteilung
Und das kommt jetzt in den nächsten Wochen auch wieder auf die Tagesordnung zurück. Solange unsere Außengrenze nicht geschützt ist, ist eine weitere Einladung. Das heißt, das verstärkt das Geschäftsmodell der Schleuser. Die können sagen, du kommst rein und wirst du verteilt. Und nicht wir bestimmen, wer kommt und wer nicht kommen darf. Punkt zwei, das sollte man auch ein bisschen realistischer sehen. Wenn irgendjemand verteilt wird innerhalb der EU, in zwei Wochen ist diese Person sowieso in Deutschland, weil das Problem der sekundären Bewegung überhaupt nicht gelöst werden kann. Und drittens, man muss es aus meiner Sicht, wenn wir schon über demokratische Herausforderungen in Italien gesprochen haben, auch zur Kenntnis nehmen, dass mehrere Millionen Menschen und Bürger und Wähler in Europa in dieser Frage andere Meinung haben, wie vielleicht manche in Brüssel. Und wir sind de facto ein Jahr von den Europawahlen. Insofern sollte man darüber vielleicht auch die europäischen Wähler fragen. Das heißt, jetzt eine automatische verpflichtende Verteilung zu verabschieden, das halten wir für falsch.